Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Swords and Soldiers auf der Nintendo Switch. Wir haben bereits die PC-Version von Swords and Soldiers 2 auf meinem Channel. Und hier haben wir jetzt die Switch-Version vom ersten Teil. So, wir starten gleich in den Feldzug. Der einzig verfügbare ist im Moment der Wikinger. Verteidiger des Heiligen Grills. Oh mein König, König Rossbart. Was gibt es, Mann? Ich esse gerade. Schwattebart, der Fiese, rückt an. Er will uns unseren Grill klauen. Was, heilige Potsau? Also, schöner Humor immer. Wir müssen sofort das Lager verteidigen. Schickt Krieger. Wir haben kein Geld für Krieger, Chef. Haben wir alles für Steaks und Grillwürstchen ausgegeben. Wütsau, wir brauchen mehr Gold. Bilde Goldgräberinnen aus. So, wir müssen Schwattebarts Schläger schlagen. Hier können wir den Ausschnitt verschieben. Mit ZL können wir hier, zack, genau, hier eine nette Dame machen, die uns Gold besorgt. Je mehr, desto schneller bekommen wir Gold natürlich. Das sind erstmal genug Goldgräberinnen. Drücke das Ausbildungssymbol, um Berserker auszubilden. Wir brauchen Krieger. X. So, jetzt können wir... Das ist so quasi der Tech Tree. Wir kaufen uns jetzt um 90 quasi den Bauplan für einen Berserker. Den wir jetzt hier drüben nach kurzer Cooldown-Phase auch bauen können. So, jetzt ist er soweit. Und der marschiert von selbst los. Diese Berserker sind starke Kämpfer. Aber er hat auch einen Berserker und gleich stark. Wir brauchen eventuell noch ein paar mehr von diesen Kriegern. Ja, ja. Mit Gold kauft man Einheiten, mit Mana zaubert man. Wir sollten unsere Kämpfer mit Zauberei unterstützen. Wütsau, du kannst jetzt in unserem Lager den Heilzauber erlernen. Heile damit unsere Einheiten in der Schlacht. Wir müssen jetzt wieder, zack, hier den Heilung. Heilt eine eigene oder verbündete Einheit für kurze Zeit. Und mit ZR wählen wir hier die Spells aus. Nicht vergessen, immer wieder nachbauen. Du kannst jetzt deine Truppen heilen. Drücke A auf dem Heilensymbol und wähle eine Einheit. Drücke B, um abzubrechen. Zack. Ja, ich brauche jetzt zuerst mal eine Einheit, damit ich sie heilen kann. So. Oh. Ja, hätte ich vorher irgendwie auswählen sollen. So, jetzt. Zack, jetzt wird er geheilt. Und das reicht auch vorerst. Zack, Heilung. Ja, das geht ganz gut von der Hand. Den Heilzauber gleich ausgerüstet, falls noch was kommt. Genau hier. Wütsau, du kannst schneller scrollen, indem du den Y-Knopf gedrückt hältst. Das ist eh schnell genug für mich. Heilung nicht vernachlässigen. Deine Schlägertruppe hat keine Chance gegen unser Heer. Euer Grill gehört uns. Das sehe ich anders. Oh, wir haben zu wenig Mana. Tolle Verteidigung, Wütsau, mein Grill. Ich meine, unser Lager ist in Sicherheit. Yay. Die erste ist mal ziemlich einfach. So, frisch vom Schlachter. Dem haben wir aber gezeigt, wer hier den längsten Grillspieß hat, Chef. Allerdings, und jetzt ruf unseren Fleischlieferanten an und bestell ein paar ordentliche Steaks. Wir haben was zu feiern.
Ringelklingel. Ja, Schlachter Schnetzel, wie kann ich Ihnen helfen? Hier spricht Solar 201420 aus König Rostbarts Lager. Ich möchte ein paar der üblichen Riesensteaks bestellen. Ganz schlechter Zeitpunkt, Kollege. Wir werden gerade angegriffen. Die Würstchen fliegen uns nur so um die Ohren. Ich muss auflegen. Kick. Mein König, unser Fleischlieferant wird angegriffen. Vielleicht sollten wir ihm helfen. Oh nein, unsere Steaks. Ja, wenn das mal kein Motiv ist. Wir helfen euch bei eurer Schlacht, Schlachter Schnetzel. Ich bin froh, dass ihr da seid. Meine Jungs können mit ihren klobigen Schlachterbeilen nur werfen und treffen nur weit entfernte Ziele. Meine Truppen sind schnell und werden diese Eindringlinge vernichten. Wir lassen euch nicht im Stich. Hilfe für einen Freund in Not bringt Würstchen und Steaks statt Trockenbrot. verteidige Schnetzelschlachterei und vernichte Schwattebarts Lager. So, zu Beginn für Goldnachschub sorgen. Beziehungsweise schnell unsere Berserker freischalten. So, jetzt können wir Berserker freischalten. Und wieder ein bisschen nachhelfen. Hilfe, Hilfe! Ja, Hilfe! Oh ja. So, 65 brauche ich. Wir können jetzt die Mana-Regeneration erlernen. Das bringt zusätzliche Zauberkraft. Ja, wir sollten erstmal die Heilung überhaupt lernen. Das wäre fast besser. So. Ja, mit 120. Dein Freund ist Grillkohle und als nächster wirst du getoastet. Autsch. Du und deine verdammten Blitze, dafür wirst du bezahlen. Also das mit dem Heilen, zack, das geht richtig gut. Die Steuerung finde ich klasse gemacht. Vergessen. Immer wieder Nachschub produzieren. Alles sind schon stark. Aber das. Das war's jetzt dann auch, glaube ich. Wir können, glaube ich, schneller nachproduzieren. Ja, da helfen auch ein paar Blitze nichts. Also man sieht, es ist jetzt nicht das tiefgreifendste Gameplay, aber es macht einfach Laune. Es ist einfach cool, unkompliziert und wenn die Steuerung auch noch passt, perfekt. Ich habe das damals mit Maus und Tastatur gespielt. Also ich hätte mir nicht ausmalen können, dass sich das so angenehm steuert mit der Gameplay. So, Goldgräberinnen überleben nicht lange und das ist gut so, denn dann ist seine Goldproduktion sehr verringert. Und jetzt ist sowieso Schluss hier. Nicht lustig. Haha, wir haben sein Lager platt gemacht. Unser Grillgut ist gesichert. Gute Arbeit, Wützau. Danke für die Hilfe, aber Schwattebart ist mit all unserem Gold entkommen. Den schnappen wir uns. Na
Das geht gar nicht, dass er abhaut mit unserem Gold. Schnappt ihn euch! Schwartebart flieht Richtung Küste. Wenn wir schnell genug sind, können wir ihn noch einholen. Meine Jungs werden dir mit ihren Schlachterbeilen helfen. Gute Jagd. Danke, bis bald. Möge Thors Blitz deinen Grill entfachen. Schwartebart steckt mit Sicherheit hier irgendwo. Überall stößt man auf seine Leute. Es gibt keine Goldminen in dieser Gegend. Wir haben also nur einen begrenzten Vorrat zum Ausgeben. Einen begrenzten Vorrat, okay. Ist das der einzige Weg zur Küste? Naja, wir haben zwei Möglichkeiten. So, jetzt können wir mit Y, wenn ich das richtig gesehen habe, können wir den Weg umstellen. Entweder gehen die dann oben lang oder unten. Wir können über die Hauptstraße marschieren. Diese wird von starken Türmen bewacht, aber wir haben die Chance, ein paar Goldkisten zu erbeuten. Wir können aber auch einen schmalen Weg unterhalb der Klippen benutzen. Weniger Wachen, aber auch weniger Beute. Du hast die Wahl. Und drücke Y bei einem Wegweiser, damit deine Truppen den anderen Weg nehmen. Setze deine begrenzten Goldreserven taktisch klug ein, Wützau. Wützau, schau mal im Lager vorbei, wir können neue Sachen lernen. So, erreiche das Ufer. Wir sollten mal das hier machen. Und mit Y. So. Upgrade completed! Ich denke, wir sparen uns jetzt mal den Heal. So, und geben hier Vollgas. Regeneriert. Daher können wir auch ordentlich davon Gebrauch machen. So, diese sind uns egal. Und die jetzt. So. Ja, das ging ja gut. Nachdem bei ihm auch kein Nachschub kommt, haben wir das gut gemeistert. Oh, doch nicht, es geht weiter. Rostbart, du abgenagte Keule, du kannst mich nicht aufhalten. Ich allein werde bald das größte Grillfest aller Zeiten schmeißen. Entkommt uns! Das können wir nicht zulassen. Das nehmen wir noch mit. Und oh, er ist wirklich entkommen, wie es aussieht. Vorerst. Ich kann Schwartebarts Schiff noch sehen. Setz die Segel, schnappen wir ihn uns. Du hast gewonnen. Zu den Inseln der Insel der Reichen. Zur Insel der Reichen. Was ist los? Chef, ich fürchte, er ist entwischt. Und das Gold geht uns auch langsam aus. Menno, also besorgen wir uns da auf der Insel neue Vorräte. Was wollt ihr denn hier? Wir brauchen Gold, um unsere Soldaten und unser Grillzeug zu bezahlen. Kohle für die Kohle quasi. Hey, das ist aber mein Gold. Meine private Goldfarm. Runter von meiner Insel. Wir brauchen dringend mehr Gold. Ohne Asche kein Grillfest, wie Thors Bruder gesagt haben soll. Beeilen wir uns, bevor sie merken, dass wir uns an ihrem Gold vergreifen. Wir könnten ja auch sein Schloss abfackeln. Das gibt uns Zeit, sein Gold zu klauen und jede Menge Holzkohle gratis. Wir müssen entweder 1000 Goldmünzen sammeln oder das Lager auf der Insel zerstören. Wir beginnen mal hier mit ordentlich Gold, hoffentlich.
Wir könnten etwas Neues zum Thema Mana lernen. Ah, hier. Kleine Mana-Rune und die normale Mana-Rune. Mana wird noch schneller regeneriert. Tja, zuerst brauchen wir mal Gold. Ja, der Axtwerfer, den schnappen wir jetzt auch noch dazu. Ihr seid ja immer noch da, dafür werdet ihr teuer bezahlen. So, jetzt wird es wahrscheinlich etwas unangenehmer. Haha, unsere Pfeile haben Feuer. So, mal eine Vorhut schicken. Oh ja. Die sind aber nicht so stark wie unsere Wikinger. Dafür hat er einen Feuerzauber. Ja, wozu Mana-Regeneration, wenn wir noch keine Spells gelernt haben? Das war vielleicht auch etwas doof. Wir schauen, dass wir uns heilen können. Das braucht noch ein bisschen. So, jetzt. Ah, der hält sie eigentlich ganz schön lange in Schach. So, jetzt haben wir 10 Goldsammlerinnen. Schneller geht's nicht. Blitz gefällt mir eigentlich äußerst gut. Hey, ich habe hier ein paar Kisten gefunden. Räuberische Fleischfresser, meine Affen werden euch von der Insel prügeln. Haha, Äffchen, wie niedlich. Oh ja, niedlich. Das wird, glaube ich, noch unschön enden. Das sind Hortäffchen. Ihre Abwehr ist ziemlich heftig, das Gold zu klauen ist leichter. Oh nein, die wehren unsere Beile ab. Aha. Heilen nicht vergessen. Ihre Abwehr ist ziemlich heftig, das Gold zu klauen ist leichter. Ja, nein, ist es nicht. Heilen und gleichzeitig bombardieren und gleichzeitig Truppen bauen und wieder heilen. Truppen bauen nicht vergessen. Heilen sieht gut aus. Hoffentlich könnten wir nichts mehr im Moment. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr wirklich notwendig. Wir können jetzt noch ein bisschen herumheilen und jetzt ist es erledigt. Haha, wir haben ihr Lager eingeebnet. Jetzt können wir uns das ganze Gold schnappen. Und eine Grillparty schmeißen. Gratuliere, du hast deine Prüfung freigeschaltet, den Berserker-Modus. Eine Prüfung? Herausforderung? Berserker. Arnie, der Berserker, rennt um sein Leben. Schauen wir mal, was das ist. Erreichte Distanz. Ja. Hier haben wir ein Schild und ein Heilzauber. Jetzt können wir einen neuen Zauber, den hier zum Beispiel. Oh. Doof. Der hier, zack, der sperrt eine Einheit ein.
Wir haben 40 Meter geschafft. Oh, jetzt wird es schwierig. Meter. Oh, hier bekommen wir wieder ein bisschen Mana. Ja, in die Luft heben. Oh! 67 Meter. Geplänkel können wir einstellen, wer gegen wen. Und genau, leicht, normal oder schwer. Erfolge gibt es auch einige. Pass auf, ich kann Mikado. Ah, da gibt es schon so einiges. Und es gibt 4 Kampagnen. Die erste haben wir jetzt so, ich schätze, gut die Hälfte durch. Heiß und scharf wäre das nächste Level. Aber ich würde sagen, für heute war es das mit Swords and Soldiers auf der Nintendo Switch. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.